Es gibt da ein schönes Bild. Zur Kompetenz gehören Kopf, Hand und Herz. Das heißt, ich nutze mein Wissen, meine Fertigkeiten, meine Einstellung und auch Werte, um komplexe Probleme in variablen Kontexten zu lösen. Das heißt, Kompetenz manifestiert sich in kompetentem Handeln. Wenn ich auf einem Themengebiet, in einem Themenbereich kompetent bin, dann kann ich mein Wissen, meine Fertigkeiten, meine Einstellungen nutzen, um, wie gesagt, praktische Probleme zu lösen. Wenn ich nur über träges Wissen verfüge, dann ist mir das nicht möglich, dieses Wissen in konkrete Handlungen zu transportieren. Ich habe also quasi eine Kluft zwischen dem im Studium erworbenen Wissen und dann dem Problemlösen in authentischen Kontexten. Hier muss ich gleich mal einschreiten. Der Begriff des Messens ist, wenn es um Kompetenzen geht, leider fehl am Platz. Auch wenn es eine schöne Vorstellung ist, dass ich Kompetenzen tatsächlich messen, direkt erfassen und damit auch zertifizieren kann, sind Kompetenzen lediglich Dispositionen. Das heißt, ich kann sie nicht von außen beobachten. Zur Kompetenz gehört, dass ich Handlungsfähigkeiten habe in einer konkreten Situation, aber auch eine Handlungsbereitschaft dazu. Das heißt, die situativen Gegebenheiten vor Ort beeinflussen, ob ich meine Kompetenzen überhaupt zeigen kann. Nun zum zweiten Aspekt der Frage, inwiefern es möglich oder nötig ist, alle Kompetenzen zu messen. Ich möchte hier die Frage gern etwas umformulieren. Vielleicht sollten wir uns eher fragen, ob die Anforderungen, die wir stellen, Kompetenzen wirklich bestmöglich zu dokumentieren im Studium, ob die überhaupt so zielführend und gewinnbringend für ein wissenschaftliches Studium ist. Denn Bildung durch Wissenschaft, wie es zum Beispiel Gabi Reinmann nennt, verfolgt weitaus mehr Ziele als nur den Erwerb von Kompetenzen. Es geht um Persönlichkeitsbildung, es geht darum, auch Lernziele gerade erst zu entwickeln und sie nicht von anderen vorgegeben zu bekommen. Deswegen würde ich diese Frage, die Sie mir stellen, verneinen. Tatsächlich ist es so, dass man Kompetenzen an sich nicht vermitteln kann. Unter einem konstruktivistischen Lehr-Lehr-Verständnis ist es ja so, dass Wissen auf Seiten der Studierenden immer selber konstruiert wird. Das heißt, ich kann nur Rahmenbedingungen schaffen, unter denen es möglich wird, dass Wissen erworben wird. Wenn wir jetzt dann von der Entwicklung von Kompetenzen sprechen, wird es natürlich noch mal komplexer. Das heißt, ich darf nicht nur Inhalte vermitteln, sondern ich muss Möglichkeiten schaffen, dass Fertigkeiten erlernt werden und dass auch Einstellungen und Werte entwickelt werden. Jetzt auf die Frage hin, wie prüfe ich das Ganze denn, was ich dann dort in diesen Lehr-Lern-Arrangements vermittle, ist meine Antwort, dass wir idealerweise versuchen sollten, Prüfungen nicht als notwendiges Anhängsel zu verstehen, sondern Prüfungen oder vielleicht auch im internationalen Sprachgebrauch Assessments, trifft sie besser, formativ im Lehr-Lern-Geschehen zu integrieren. Einmal als Lerngelegenheit mit vielfältigem Feedback, was die Studierende motiviert, was das Interesse am Thema wachsen lässt und dann auch mit der Möglichkeit, letztendlich möglichst authentisch eingebettet in diese Kontexte Kompetenzen irgendwie beobachtbar und fassbar zu machen.